Martin Schmidt triumphiert beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Der Schwarzwälder verwies mit jeweils 114 und 121 Metern die Österreicher Goldberger und Wiethölzl auf die Plätze. Schmidt selbst sprach danach von einem perfekten Sprung. Sven Hannawald machte das gute Ergebnis der deutschen Mannschaft mit einem hervorragenden vierten Platz komplett. Der Österreicher Andreas Wiethölzl ist der Sieger des Neujahrsspringens in Garmisch-Partenkirchen. Er gewann vor dem Japaner Harada und übernahm auch die Führung in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee. Doppelweltmeister Martin Schmidt aus Furtwangen, der am Mittwoch das Auftaktspringen für sich entschieden hatte, belegte Platz 11. Es war nicht der Tag des Martin Schmidt. Schon im ersten Durchgang in Garmisch-Partenkirchen blieb er mit 110 Metern 6 Meter hinter der Spitzenweite und war Neunter. So war sein Zimmerkollege Sven Hannawald bester Deutscher. Denn er sprang sich im zweiten Durchgang mit 116,5 Metern noch vom 8. auf den 4. Platz nach vorne. Insgesamt übrigens 7 Deutsche unter den besten 24 der Welt. Der Weltcup-Führende Martin Schmidt verschlechterte sich nach 112,5 Metern im zweiten Versuch noch auf den 11. Platz. Sein schlechtestes Saisonergebnis. Einen Höhepunkt hingegen erlebte der Österreicher Andreas Wiethölzl, der sich im zweiten Durchgang mit der Tageshöchstweite von 121 Metern noch vom 3. auf den 1. Platz nach vorne sprang. Auch in der Tournee-Gesamtwertung führt der Österreicher jetzt. Hannawald ist da 5. Martin Schmidt immer noch aussichtsreicher 2. Ich bin Computer und jetzt war halt das Millennium-Chaos halt. Er hat halt heute versagt. Besser haben der Japaner Harada als 2. und der Finne Ahonen als 3. das Millennium begonnen. Skisprung-Weltmeister Martin Schmidt hat seine Chancen auf einen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee gewahrt. Der Sieger von Oberstdorf landete beim heutigen Springen von der Bergiselschanze in Innsbruck auf Platz 2. Sieger wurde der Österreicher Wiethölzl, der zuvor schon das Neujahrsspringen gewonnen hatte und in der Gesamtwertung führt. Sven Hannawald aus Hinterzarten wurde 7. Auch in Innsbruck zeigte Sven Hannawald weiterhin seine gute Form. Mit einem Satz von 111,5 Metern war er 4. nach dem ersten Durchgang. Noch einen Tick besser war Martin Schmidt. Er segelte auf 112 Meter und war wie in der Tournee-Gesamtwertung erstmal 2. hinter dem Österreicher Wiethölzl. Mir geht's jetzt immer noch nicht gut. Also mir geht's wirklich noch. Ja, ich fühle mich nicht fit, fühle mich sehr schlapp. Zwischendurch ging immer fast eingeschlafen. Für das ging es eigentlich heute ganz gut. Sven Hannawald sprang im Finale etwas kürzer, 108 Meter, und fiel damit auf den 7. Platz zurück. Ist der Hinterzartner jetzt traurig? Ich hätte wahrscheinlich nach dem ersten 7. sein sollen, dann hätte es ja passt, aber nein, im Großen und Ganzen bin ich trotzdem zufrieden. Und was machte der Darmgrippe-geschwächte Martin Schmidt? Er sprang 110 Meter weit, wurde damit am Ende 2. ganz knapp vor dem Finnen Ahonen. Den größten Jubel aber hatten die Österreicher. Andreas Wiethölzl gewann 2-mal mit der Bestweite jedes Durchganges als erster Tiroler überhaupt in Innsbruck. Für Martin Schmidt hat es nicht gereicht. Der deutsche Skisprung-Weltmeister landete am Ende der Vierschanzentournee auf Platz 3. Sieger wurde der Österreicher Wiethölzl, der auch das heutige Abschlussspringen in Bischofshofen gewann. Der Finne Ahonen sicherte sich Platz 2 der Gesamtwertung. Zu Beginn der Tournee Top-Favorit, am Ende war es Rang 3 für Martin Schmidt. Und während die 35.000 Zuschauer den Gesamtsieg des Österreichers Andreas Wiethölzl feierten, zog Martin Schmidt die erste Bilanz. Ich bin eigentlich relativ locker in den Wettkampf reingegangen, habe einfach versucht, 2 gute Sprünge zu machen, auch wo ich seine Weite gehört habe. Und ist mir nicht so 100%ig gelungen, aber man muss auch sehen, zwar ist ein 3. Platz rausgekommen, das ist doch okay. Er war heute unschlagbar. Nach den Siegen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck sprang der Österreicher Andreas Wiethölzl in beiden Durchgängen auf der Paul-Osserleitner-Schanze jeweils Bestweite. Das bedeutete den Tages- und den Tournee-Gesamtsieg vor dem Finnen Janne Ahonen. Martin Schmidt hatte außer mit einer Bronchitis noch mit der Schuhbandlänge zu kämpfen. Nach unruhigem Flug landete er am Ende auf Rang 3 in Bischofshofen und in der Tournee-Gesamtwertung. Beide Male übrigens vor DSV-Teamkollegen Sven Hannawald.